How long have you been hiding in the atrium? I stopped counting long ago. Long before coming here. It gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you? No. I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time... Don't waste our time, dog. I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison, and you're going to tell me without any nonsense how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then... the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity Kerberos mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberos did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash Library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the atrium. Styx, welcome home. I'm upstairs if you need anything. Alright, guys, what's happening? Ich grüße euch zurück zu einer Folge von Styx Master of Shadows mit eurem kleinen, verpeilten Drasa von Knutter Gaming. Ich grüße euch. Willkommen, willkommen. Und wir haben das Versteck endlich erreicht mit einer kleinen Eröffnungsszenerie, um uns ein bisschen besser bewusst zu werden, was denn hier alles Schönes passiert mit unserem Rakash. Aber wollen wir erstmal zu unserem Deserteur Oskan gehen? Der hat bestimmt wieder was Tolles für uns. Not a bad hideout, Oskan. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. This might sound strange, but can you remind me how we met? You're right. It does sound strange. You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met, especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah, it's coming back to me, I think. Listen. I gotta get to the Akanash Archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to.
You want to leave the atrium. You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving. It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know. It's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain my eyes. But I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly, without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry. I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a laborer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate it. Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Well, let's go to the embassy for this airship business, and then I'll go to the archives to look for the maps. Okay, na dann, wissen wir doch Bescheid. In unserem schick eingerichteten kleinen Versteckchen holen wir uns erstmal hier ein bisschen Sand. Und dann bin ich schon mal gespannt hier auf Fertigkeiten. Ich möchte mal drüber lunzen. Alright, here we go. 65 Punkte haben wir. Klonen, Goldharz, Ausrüstung, Attentäter. Heimlichkeit, Gewandtheit. Gucken wir mal hier rein. Ah, wow, okay, krass, das kostet echt viel. Mit der Leichtigkeit und Wendigkeit eines Goblins machst du weniger Lärm, wenn du auf dem Boden aufkommst. Das ist wirklich ein Goblin. Ich bin stolz auf mich, dass ich das richtig erkannt habe. Klonen. Deine Klone machen sich für kurze Zeit zum am Gegner zu schaffen, was du zu deinem Vorteil nutzen kannst, um ihn zu töten oder ungestört weiterzugehen. Das sind immer 30 Punkte, ne? Wollen wir mal wegen Attentat. Was ist das? Jäger. Kriege ich nicht. Kann ich nicht. Von mir aus. Aber was haben wir denn hier? Du kannst einen Gegner aus der Deckung heraus töten, sofern er sich nahe genug befindet. Okay. Alles klar, das sind dann die Assassin's Creed-Fähigkeiten. Aber prinzipiell ist das schon mal nicht schlecht, so aus der Deckung heraus. Und wenn du die Goldharz-Vision einsetzt, kannst du in der Umgebung leichter Gegenstände identifizieren, die du aufsammeln kannst. Was auch nicht schlecht ist, ne? Und die Heimlichkeit. Ein sechster Sinn alarmiert dich mit einem Geräusch, wenn dich ein Gegner außerhalb deines Sichtbereichs entdeckt oder ein Armbrustschütze auf dich zieht. Das klingt unglaublich hilfreich. Das zusammen mit einer Attentätfähigkeit, nämlich aus der Deckung heraus, denke ich, sind wir gerüstet. Hier können wir Missionen nochmal ausführen. Alles klar. Einverstanden. Und daher müssen wir. Puh, hat er geschafft, der kleine Hupfdolle. Erstmal Licht aus. Brauche ich zwar nicht, aber ich mach's einfach. I don't know what it is. I guess it is what it is. Ja, ich möchte das Versteck verlassen und ab geht die Post hier. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Meint bestimmt sein Decker. Sein guter Freund. Alles andere würde nämlich keinen Sinn ergeben. Alles klar. Ja, da müssen wir hin zur Botschaft. Da sind Dudes. I don't like that there are dudes.
dann räumen wir uns halt durch die Gegend. Wie das Ninjas so tun. Aber ich glaube, ein Ninja ist er nicht. Oh. Warte, das war, glaube ich, auch in Assassin's Creed, dass man pfeifen konnte. Da kam. Schifft der da runter? Ist das eklig. Okay, allein dafür hat er den Tod verdient. Ist das eklig? Okay, mein, da unten ist nicht, aber schifft der da einfach runter? Also. Hier ist doch. Mach's gut, Keule, alter Schiffer. Claudia Schiffershund? Nein, Claudias Schäferhund. Alrighty then. Da grunzt einer. Und der läuft da gemütlich seine Runden. Wir sind noch obscured. Oh, das ist ein Versteck. Das ist ja cool. Kann ich mich im Topf verstecken. Der wird jetzt hier hin und her laufen. Ich muss dann auf jeden Fall klettern. Ich kann es versuchen, ihn nicht zu töten. Das gibt hier ein Emblem. Aber das habe ich jetzt schon versaut durch den Pisser, den ich getötet habe. Aber das ist nun mal... Im Krieg und in der Liebe sind alles erlaubt. Ist alles erlaubt. Meine Güte. Ich denke, wir werden alle überleben, dass der eine gestorben ist. Es ist mal eine Mission für einen anderen Tag. So Leute nicht zu töten. So, ich glaube, der sieht mich nicht. Äußerst angenehm. Jetzt muss ich gucken, wie der sich bewegt. Vielleicht kann ich mit einem Messer... Ich hätte noch Wurfmesser aufrüsten sollen. Verdammt. Ich dachte, weil er in dem kleinen Video das getan hat, muss ich das hier nicht mehr tun. So kann man sich irren. Was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall geht es erstmal hier tief runter. Okay, erster grober Überblick. Ziemlich viele Stellen, wo sie mich einfach, naja, entdecken können. Der kommt jetzt zurück, oder? Ja, natürlich kommt er zurück. Alles andere wäre ja lächerlich. Ich könnte jetzt hier runter. Bringt mir aber nun nicht ganz so viel. Und den dort zu töten... Mindestens, wenn mich keiner sieht und ich ihn gleich packe. Dass er nicht runterfällt. Komm mit, mein Freund. Okay, haben wir gelöst. Souverän gelöst. Puff. Ja, ups. Alles klar. Es ist immer gut, wenn so ein Schütze weg ist. Ich muss oben bleiben. Ich hätte oben bleiben müssen. Können, wie auch immer. Es ist ja wieder das Schöne, was ich schon letztes Mal erwähnt habe, die letzten Male. Du hast hier relativ viel Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo läuft der lang. Wenn ich das sehe, ist hier nur der eine dort unten. Unter mir scheint kein weiterer zu sein. Das heißt, ich kann ja mal... Und flupp. Boah, jetzt habe ich den am Tor vergessen. Der hätte mich ja voll sehen können. Da steht auch einer. Aber das ist erstmal eine Münze. Tipps. Meins. 3, 2, 1, meins. Ich muss ihn ja jetzt nicht töten. Noch nicht. Da ist der Arbeiter. Jetzt will ich mal die Mission angucken. Ich habe ja noch diese neben. Infiltriere und... Okay. Du läufst da lang und machst dein Worker-Worker-Stuff. Schön. So, da werde ich jetzt nicht ohne weiteres langkommen, weil ja da die Dudes stehen. It's burning sun. It's dripping walls. It's delicate odor of burnt amber. Shut up, would you? It's friendly natives. Ah, okay, jetzt bewegen sie sich. Das ist sehr schön. Dann habe ich quasi mit meinem Kommen getriggert, dass die sich bewegen. Ich weiß, ich müsste zur Botschaft, aber der Drang zu erkunden ist groß in mir. Jetzt muss ich nur beobachten, wie sie sich bewegen, damit ich entscheiden kann, wie ich vorgehe.
Ich versuch's mal. Okay, der Dude ist da runtergelaufen. Ja, dann machen wir mal hinterher. Und ich sehe, da werde ich wahrscheinlich... Oh, shit. Aber hier geht's schon mal... Es macht bling, bling. Das ist schön. Jetzt hole ich ihn mir. Jupp, das ist Assassin's Creed-mäßig. So lobe ich mir das. So ist schön. Jetzt wollen wir mal weiter gucken. Erstmal Licht aus. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ach, wegen dem war da bum bum. Puh. Who comes there? Understood. Oh shit. 4. Ich bin da mal weg.de. Boah, gut, dass ich das unsichtbar machen habe. No, no one here. Ich must have been dreaming. Ich bin gerade nicht unsichtbar. Oh, nein. Of course I do. Gut, das habe ich schön vermiest. Und hier unter Deckung kann ich keine Tränke nutzen. Vor allem der eine ist so voll. Wo ist er? Ich habe ihn gesehen. Ich mache gerne. Und die anderen so. Meh. Auch okay. Okay, jetzt sind sie insgesamt ein wenig vorsichtiger. Heißt, reagieren eher. Das finde ich eine schöne Mechanik. Fuck is that? Fuck is that? It's nothing. Trust me. I am no one. What? Show yourself. Nein, alles gut. Ihr müsst nicht nach mir suchen. Krass. Das war jetzt nicht meine beste Stealth-Geschichte. Oh. Oh, bang it. Da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand, eh. Kommst du jetzt hier lang, oder? Ja. Dann schnapp ich mir dich. Was ist da oben? Ja, komm hier. Puff, zack. Oh, ist der brutal. Irgendwie finde ich es ja toll, dass es überhaupt nicht zimperlich ist. Einfach rein dort Messer, Messer rein, Gedärme raus. Also, Dolch, Entschuldigung. Das ist ja ein Dagger. Also ich kann hier hoch, aber das würde mir jetzt nicht sitzen. Also ich muss da lang. Immer schön die Treppe rauf. Dann werde ich auch das los. Oh, head. Holy shit, this damn headache won't go away. It's pounding away like a new whore's bed on payday. I can't think. Okay, das ist gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt später im Spiel oder jetzt im Spiel nicht noch irgendwie Probleme bereitet im Sinne von, ach, Alter, was sind denn das für Schweine? Rumkotzen, rumpissen, überall, wo sie gehen und stehen. Es ist... Pfui. Ich komme bestimmt hier runter, ha? Huh? Ohne Probleme. Ja, naja, fast ohne Probleme. Und da kann ich mich schön durch das Unterholz durcheiern. Klar, da ist ein Trank, aber ich glaube, Heiltrank habe ich noch voll. Ich brauche auf jeden Fall Harz. Cuthbert. Oh. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming. Be patient. Tomorrow without fail, I'll have the goods. You better, Cuthbert. You better. Boah, das war knapp. Okay, hier ist auf jeden Fall Cuthbert. Moment. Töte Cuthbert und lass seine Leiche verschwinden. Alles klar.
Ich habe meine Mission... Ach, das ist dieser Harz, dieses Amber, was die hier die ganze Zeit auskotzen. Ist ja eklig. Ganz ehrlich, wenn ich davon die ganze Zeit kotzen müsste, würde ich es nicht mal anrühren. Wahrscheinlich ist das ein bisschen wie bei Alkohol. Es ist nicht gut für einen, aber... Cool. Here we go. One troublemaker less. I just have to get rid of the body. Ja, kein Problem. Do I throw it in the vacuum or do I put it in the closet? Einfach ins Nichts. Mach's gut, Gottbert. Immerhin 30 FP. Finde ich eine sehr angenehme Sache. As long as I got paid. Das ist eher... Ja gut, ist doch... Oh, geil. Yippie, Goldharz. Das war das Wort, was ich im Deutschen gesucht habe. Goldharz. Goldharz. Statt Amber. Das ist aber wirklich, wenn man sich viel mit einer anderen Sprache beschäftigt, dann geht das ganz ratzefatz. So, da oben sind die zwei Botschaften. Die muss ich ändern. Ja, jedenfalls. Ist ja lässig. Von den Schiffern. Was wollte ich sagen? Ja, wenn man da halt mehrere Sprachen spricht, da kommt das schon mal. Also zumindest zwei. Aber vergiss gerne mal, was die eine. Sag mal, wie redest du mit mir? Oh boy. Here I go hiding again. See ya. Das lief ja mal wieder richtig bescheiden. Gerade als ich klauen wollte. Merke, nicht so viel klauen wollen. Wirft mich nur dezent zurück. Sag ich dir, wenn ich will, bin ich schnell. Und roll mein Goblin. Wachsam bleiben, irgendjemand schleicht hier rum. Das ist dann halt so eine schöne Mechanik in dem Spiel. Dass es dann sagt, okay, hier ist irgendwas. Be prepared und so. Komme ich da jetzt hoch auf den Balken? Nee, ne? Ich versuch's mal. Also hier werde ich nicht hochkommen. Wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Da müsste ich wahrscheinlich von dort rüberspringen und mich dann darüber hangeln. Also muss ich einen anderen Weg finden. More sneaky, more dangerous, I guess. Aber hier komme ich nicht um. Nein, du hast nichts gesehen. Beruhige dich. Du bist nur betrunken. Von Goldharz. Harz. Ist ein schönes Wort. Harz. Schönes deutsches Wort. Harz. Ein kräftiges Wort. Ein sehr kräftiges Wort. Okay, ich gebe zu, ich bin ein bisschen überfragt, wie ich es jetzt mache am besten. Da ist er ihn auf. Den Träumehans habe ich wahrscheinlich schon wieder vergessen, dass der dort ist. Ich werde es jetzt mal versuchen. Hier hoch und weil mich da durchzukämpfen wird, mir nur den Tod bringen. Ich sehe das kommen. Und davon hatten wir in diesem Let's Play schon mehr als genug. Na, wie eine Ratte. Schleichen wir uns hier durch allem Möglichen.
Wiege. Ah, eine Münze. Da hat sich's doch doppelt und dreifach gelohnt, herzukommen. Jetzt ist nur die Frage. Komme ich jetzt irgendwie hier hoch? Nee, ne? Okay, das war... Immerhin gab es eine Münze. Das ist okay. Gut, ich habe gedacht, irgendwie komme ich hier hinauf und dann kann ich... Wahrscheinlich komme ich auch irgendwie da hoch. Komm, einfach so starten wir noch. Unser kleiner Goblin ist ja flinken Fußes. Da muss Schnuff. Dann kann ich nämlich... Nee, das schaffe ich nicht. Schade. Also muss ich mich da durchkämpfen. Weil da komme ich jetzt auch nicht hoch. Zumindest sehe ich nichts, um da hochzukommen. Also irgendwie scheint man da hochzukommen, aber ich bin wieder zu blöde, das zu finden. Jetzt muss ich gucken. Also der wird da lang gucken, der guckt da lang. Er dreht sich gleich um. Ja. Deckung wechseln. Oh boy. Warum läuft er jetzt hier? Oh, dang it. Warum hat er sich bewegt? Das hat meinen Plan völlig durcheinander gehauen. Leg dich wieder schlafen oder so. Schlafe. Schlafe. Jetzt hört er auf, hier weiter wachsam zu sein. Warum tut er das? Sind mir gerade viel zu... Ja, gut, das ist mein Fehler, dass sie jetzt so aufmerksam sind, aber... Er wirkt schon ein bisschen ruhiger. Vielleicht legt er sich gleich wieder schlafen. Das war eine spannende Folge mit Drasaki von Knotra Gaming. Einfach mal am Pier stehen. Und sich denken, oh, ei, schön. Ich weiß ja nicht, ob ich mich jetzt hier fallen lassen kann. Ob er sich dann hält an dem Rand... ob ich jetzt hier eiskalt runterfalle. Weil der wird jetzt eine Weile so bleiben. Ich versuch's. Oh, na ein Glück. Hangel, Hangel, Hangel. Ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. I'm sure something's hiding around here. Na, don't be kidding. Ihr seht Geister. Das ist alles. Ach, jetzt habe ich natürlich das Problem. Jetzt bin ich zwar hier, ob es mir was nützt, ist ja die Sache. Was? Beruhige dich. Hier ist gar keiner. Ach, Mann. Ich habe es echt in eine sehr, sehr doofe Situation gebracht. Es ist so wieder Drasa-typisch. Dass der jetzt so. Und hoch hier. Drasaki. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ach, die Unsichtbarkeit rettet mir hier so unglaublich oft den Hintern. Ich bin sehr froh, dies zu haben. Puh. Oh boy. Oh, eine Münze. Ich alte Elster. Hab schon wieder was gefunden. Schon die Hälfte von denen, was es hier gibt. So, die sind ein bisschen... Ja, genau. Ich bin entwischt. Ich war gar nie da. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Wahrscheinlich gar nicht. Naja, fast. Ich nähere mich. Nein, ich wollte doch zur Fackel... So eine Fackel aus ist doch angenehmer.
Ich werde aber bald wieder Goldharz-Gedenk brauchen. Ja, genau. Ich trinke mal einen Schluck. Auf dich, mein Freund. Und Licht aus. Alles klar. Jetzt habe ich kein Goldharz mehr. Gar nichts. Ist eine Münze? Shit, 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 shit. Okay, genau. Arbeite du ein bisschen. Dafür wirst du immer bezahlt. Wenn du nicht bezahlt wirst, bist du selber schuld. Oh, Bollocks. Warum rennt denn? Ach, der pennt. Okay. Boah, ich dachte schon, der ist aufgewacht. Okay, da ist er. Ruhig bleiben. Den schnappen wir uns jetzt. Rein aus dem Grund. Es ist sicherer. Weil er wäre jetzt schon wieder aufgewacht. Ich glaube, ich sehe da unten ein Dolch blinken. Ein Wurfdolch. Aber da wären mir die Münzen lieber. Komisch, dass hier zwei Wege. Wahrscheinlich habe ich wieder mehrere Optionen, hier hinzukommen zu diesem. Hey! Komm schon. Alte Hupfdohle. Dankeschön. So und so. So. Okay. I got my weapon so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Okay, aber hier beenden wir jetzt auch schon unsere Folge. Wir sind weit gekommen. Wir sind ein paar Mal entdeckt worden, aber nicht getötet. Hey, 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 immerhin, coole Sache. Und hier an dieser Stelle machen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder weiter. War schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, um auch nichts zu verpassen. Wir stören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. See ya!